Also könnt ihr nochmal sagen, von der Optik, wie er euch gefällt. Also mir gefällt er ganz gut, aber das war das gleiche Thema ja mit dem 9 M3 M4. 89 habe ich jetzt. Mehr kommt da nicht. Also du merkst auch, Gasannahme wird weniger. Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal M4 Live. Oh, weißt du, serious? Ich habe keine Ahnung, weil ich habe zwei Kanäle. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Wagen auf meinem M-Kanal zeige, weil da Elektro und M-Kanal, das beißt sich ja ein bisschen. Oder ich zeige es auf meinem Weißes Series 2 Kanal, wo ich ja mein Tesla Model 3 habe, mit 6000 Kilometer bin ich gefahren. Und heute zeige ich euch mal den BMW i4. Hier seht ihr den neuen BMW i4. Und wer länger dabei ist, der weiß genau, ich wollte ja damals eigentlich den i4 M50 haben, aber den gab es da noch nicht. Die Lieferzeit ist jetzt immer noch bei vielen Leuten, die schon vor anderthalb Jahren bestellt haben. Die sind so langsam, werden die ausgeliefert und ja, deswegen wurde es leider bei mir das Tesla Model 3 Performance. Was heißt leider? Ich werde euch den Wagen einfach mal zeigen. Der hat jetzt 340 PS, 430 Newtonmeter. Das ist die kleine Version, der 40er. Und ich wollte den M50 haben, aber den M50 kriegt man kaum. Deswegen zeige ich euch den Wagen heute mal. Von außen, innen und dann fahren wir eine Runde. Verbrauch, Laden werden wir auch und Komfort werden wir nochmal vergleichen. Und ich werde auch mal ein separates Video zu meinem Tesla Model 3 Performance machen. Dann haben wir das auch schon mal so verglichen, weil ich habe jetzt gute Erfahrungen mit dem Tesla und ich bin ja eigentlich BMWler und das ist ganz interessant. Und ihr könnt es auch noch mal sehen, so sieht der Wagen von allen Seiten aus. Und ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde abgeholt, bin jetzt ein bisschen Autobahn gefahren. Jetzt mache ich ein paar Aufnahmen von außen für euch. Und ja, wir gehen jetzt noch mal rein. Dann seht ihr das auch noch mal, die Farbe und die ganze Ausstattung und so, das verlinke ich euch wieder. Das schreibe ich noch mal rein. Hier seht ihr es so, sieht es aus von innen. Das kennt ihr ja, riesen Curved-Display, das ist schon mega. Das kann ich schon verraten. Da ist meine Kamera da hinten. Dann habt ihr noch natürlich Schiebedach. Das ist auch sehr, sehr cool. Dann, was sehr, sehr gut ist, hier die M-Sitze. Wisst ihr auch genau. Auch einfach wahnsinnig cool. Und Seitenhalt sehr, sehr gut. Und dann zeige ich euch nochmal von hinten. So, ich bin jetzt auf 1,83 eingestellt. Dann Sitz. Ja, wird schon ein bisschen eng. Also. Wenn ich mich jetzt hier reinsetze, Moment, wenn ich mich jetzt hier reinsetze, 1,83, so, jetzt schütze ich mal eben um, so seht ihr das, ja, also Kopffreiheit ist da, Beinfreiheit, wie ihr sehen könnt, ja, ich habe lange Beine eben halt, das ist keine Auflageunterfläche hier, aber ansonsten geht es, sag ich mal 1,83 vorne, hinten, das ist okay. Dann gucke ich mal, so sieht das dann nochmal von hinten, den Wagen. So sieht es aus. Typisch BMW und mit dem Curve Display, das ist einfach mega. Und die Auflösung ist super, ja, genial, gestochen scharf. Und der Touch reagiert auch sehr, sehr schnell. Und ja, ich zeige euch jetzt mal meinen Kofferraum. Das ist nämlich auch noch sehr wichtig für viele Leute. Und was du natürlich merkst, dass du schon ein bisschen höher sitzt, wegen dem Akku unten drunter. So, das ist der Kofferraum, nicht erschrecken. Ich habe da meine Kamera drin, Kabel und so ist auch drin. Und ja, du hast super viel Platz. Ich glaube, waren jetzt 470 Liter, die hier rein sind. Und wenn du umklappst, hast du jetzt 1290 Liter. Was hast du noch hier drin? Habt ihr natürlich auch wieder elektrische Heckklappe. Macht die dazu. Ja. Und dann würde ich sagen, fahren wir noch einfach mal eine Runde Autobahn. Gucken wir mal Verbrauch. Da sieht man nochmal die Animation hier. Also die Spielereien sind ja schon ganz cool. Hans Zimmer Sound hat er auch natürlich. Willkommen BMW. So sieht das Tacho aus. Ja, ich zeige euch nochmal, wenn ich jetzt den Wagen anmache. Das wollte ich auch nochmal zeigen. So, da sitze ich jetzt hier drin. Hier habt ihr den Knopf. So, Bremse treten. So, was noch ganz gut ist, hast du noch einen Lautstärkeregler. Ist ja sonst nicht mal viel mit physischen Tasten. Sonst hast du alles hier über Touch. Das hatte ich ja in dem Active Tourer Video schon gezeigt hier, das iDrive. Und das Curve Display und so, das verlinke ich hier oben nochmal das Video. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Da habe ich die ganze Bedienung schon besser mal gezeigt. Und hier geht er nochmal auf Home. Habt ihr die Navi-Karte. Ja, das ist auch, wie gesagt, sehr, sehr flüssig. Und da habt ihr es auch noch mal im Navi. Und wenn ihr unten, das ist jetzt hier noch sehr gut. Ja, hast du noch den iDrive Controller beim Active Tourer, den neuen hast du das nicht mehr. Hier hast du wieder Sport, Komfort, Eco
Auto holt, Parkbremse hast du noch. Dann hier oben diese Kurzwahltasten, die hatte ich ja letztes Mal in dem Active Tourer gesucht, die fehlen ja da auch. Media, eben halt Home, Map, Navi, Telefon, Back. Und ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn du diese Tasten hast. Und was ich jetzt zeigen wollte, wenn ich jetzt hier auf Sport gehe, also ich drücke jetzt hier auf Sport, dann seht ihr es hier, ich gehe mal zurück, alles rot, so sieht es aus, Sport, Sport, und das ist jetzt Komfort. Die Innenraumbeleuchtung ändert sich dann auch nochmal und dann gibt es noch Eco Pro. Das habt ihr dann auch nochmal. Ja. Und wenn ich auf Sport gleich fahre, werdet ihr auch nochmal den Hans-Zimmer-Sound hören. Finde ich auch ganz, ganz cool. Den kannst du auch ausstellen. Aber ich finde das ganz gut. Hier oben habt ihr auch nochmal Sport individual. Kannst du individual noch konfigurieren. Hast du jetzt hier Dämpfung auf Sport, Lenkung Sport, Antrieb Sport. Ja, da mache ich auf Komfort. Ich finde das immer so. Ja, und das haben wir dann so drin. Und dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal los. Also sie hatte ich ja gerade gemacht. Hörte den Hans Zimmer Sound. Und wenn ich jetzt fahre, ich habe das auf dem Komfort, lasse ich das erstmal. Und dann hört er gleich den Unterschied. Können wir auch noch was. Ich mache den ganz normalen Gang, weil ihr eben nach unten. Bremse raus, wenn ihr die dran gezogen habt. Und dann könnt ihr jetzt so fahren. Vielleicht könnt ihr es so leise hören. Den Sound. Schon mal ganz witzig. Eindruck, gehen wir das Thema Komfort mal durch. Komfort ist, wie ihr es vom BMW kennt, also ein Sportfahrwerk, ein bisschen straff, aber immer noch komfortabel. Wenn jetzt hier ganz normal, ich fange mal gerne Komfort, wenn ich jetzt hier über die Ruckel fahre von der Autobahn und so, das wird schön gleichmäßig abgedämpft. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwas durchschlägt oder so oder irgendwie zu hart und ruppig ist. Das ist so nicht. Das ist schon mal ganz gut gemacht. Ja, hier fahre ich auch wieder drüber über Ruckel. Das ist sehr angenehm. Was mir aufgefallen ist, wenn du jetzt hier so am Anfang losfährst, ohne dass du jetzt ein bisschen schneller bist, dann sind die Geräusche sehr, sehr leise. Also wenn du jetzt so fährst, so 50, das ist wirklich schon sehr, sehr leise. Keine Abgeräusche von den Reifen und so. Das ist sehr gut gemacht. Dann Sitzkomfort ist einfach super genial. Weil du hast hier wirklich schönen Seitenhalt. Das hast du hier, sitzt hier drin und das ganze Auto ist so im Cockpit eben halt zum Fahrer hingewandt, das kennt ihr genau. Ja, du, das ist sehr, sehr gut gemacht, auch mit den Curved Displays. Dass sie so, die sind sehr so groß, aber auch nicht so aufdringlich. Dann habt ihr noch hier Ablagemöglichkeiten, habt ihr auch noch hier. Ich sehe gerade 0,5 Liter drin und so. Und die Materialien. Ah, da wisst ihr es genau. Da ist nichts, was klappert oder rappert oder so hier. Sehr, sehr gut. Da kannst du nichts sagen. Hier seht ihr nochmal das Setup-Display. Du jetzt 100 km/h darfst du fahren. Das Navi ist da mit drin eingeblendet. Überholverbot. So sieht das aus. Und jetzt seht ihr das auch mal die Karte. Also da kannst du dich eigentlich nicht verfahren.
Jetzt ist er nochmal, zoomt es nochmal ran. Und das ist echt sehr gut gemacht. Was natürlich der Unterschied zum großen Bruder ist, sage ich mal, das ist jetzt nur eine Heckvariante. Der M50 hat Allrad und wiegt natürlich auch ein bisschen mehr. Der wiegt, glaube ich, mit 2125 Kilo oder so, schreibe ich aber nochmal drunter. Und 340 PS, 430 Newtonmeter und soll von 0 bis 100 auf 5,7 Sekunden rauchen. Ich bin mal gespannt, das werden wir jetzt gleich mal testen. Und was ihr ja so kennt, dieses One-Pedal-Drive-Feeling, dass du quasi vom Gaspedal runtergehst und der bremst automatisch ab, rekuperiert. Das könnt ihr auch hier mit einstellen, wenn ihr den Hebel nach links drückt, dann habt ihr unten so ein B-Symbol. Also ich schätze mal für Brake. Und ja, dann rekuperiert er und dann ein bisschen Stillstand. Das habt ihr auch. Machen wir wieder raus. Dann machen wir mal DSC komplett aus. Zack, kann man ja DSC ausmachen. Fahren und werden der Gerät dennoch aktivieren. Okay. Alles klar. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier auch so eine Launch-Kontrolle hat. Alles auf Sport. Irgendwas klappert da hinten. Ich hoffe, das Ganze alles von mir, von der Kamera gucken, was ist. Wir haben jetzt 5,65 gebraucht. Ja, kommt dahin, passt ungefähr mit der Zeit. 5,7. Also so fährt sich sehr gut. Du merkst aber das hohe Gewicht, diese über 2 Tonnen. Das erinnert mich so ein bisschen, die Lenkung ist sehr leichtgängig, habe ich natürlich auf leicht eingestellt. Du kannst es natürlich ein bisschen schwerer noch einstellen auf Sport. Ich habe es auf Komfort gelassen. Was so der Eindruck ist zwischen meinem damaligen 5er BMW, den F10, der hatte ich ja mit der integralen Aktivlenkung. Und da bin ich auch nochmal den 550D gefahren, der Triturbo. Den gab es nur mit X-Drive ohne Aktivlenkung. Und da merkt das so das Gewicht, den Unterschied eben halt, vielleicht auch mit dem Allrad. Und das erinnert mich so ein bisschen hier an dem Wagen, dass der sich so schwerfällig ein bisschen anfühlt. Ja. Also ist das auch kein Sportwagen in dem Sinne. Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann bald den M50 mal fahren kann. Und dann ist ja M50. Ein bisschen mehr Sport wäre da drin. Aber so für die Autobahn reicht das vollkommen aus. Ich bin ja auch gerade gefahren. Verbrauch will ich euch nochmal mitteilen. Ich hatte das jetzt mal geguckt. Abladen. Also ich hatte da in Hagen geladen. Bin jetzt ungefähr, ich glaube, 50 Kilometer gefahren. Habe ich jetzt einen Durchschnittsverbrauch von 23 Kilowatt im Auto. Also 23 ist okay. Ja, kommt man natürlich drunter. Ich habe gelesen, der soll ja bis zu 570 Kilometer fahren können. Der hat 80,4 Kilowatt Akku. Liegst du so bei maximal 570? Ich sag mal, 570 so fährt ja, glaube ich, kaum einer. Nur immer Autobahn, nur langsam und so. Und deswegen, also 400 Kilometer wäre wohl, glaube ich, kein Problem. Und darüber hinaus, ja, das kriegst du dann auch noch hin, wenn du dich ein bisschen am Riemen reißt. Aber so, die Beschleunigung ist sehr gut. Du hast mal das Drehmoment. Jetzt fahren wir gleich ein bisschen Landstraße eben. Guck mal, wie er sich so darschlägt, ob man das Gebiet dann so groß merkt. Ich werde dann gleich auch nochmal was laden. Das blende ich dann auch nochmal ein, wenn ich an der Ladestation bin, wie viel er sich dann so genehmigt hier. Weil ich glaube, maximal Ladeleistung soll 205 Kilowattstunden sein. Gucken wir mal, ob er das erreicht. Jetzt habe ich 35% im Akku und er zeigt sofort rechts an, 162 Kilometer komme ich damit. Und als ich den abgeholt hatte, hat er 50% Akku und hat knapp fast 200 Kilometer angezeigt. Ja, also so diese 400 Kilometer dürfen kein Problem sein. Also was ihr hier noch sehen könnt, ich bin jetzt hier in Menden. Beim Tesla geht das ja auch mal so. Kannst du draufklicken, EMBW. Zu viel starten, vorkonditioniert er dann auch. Lass mal schauen, ob er das macht. Modus sofort laden, Ladeziel habt ihr auch noch. Ladekabel entriegeln. Da kannst du dich auch mal im EMBW. Charging, Vertragsinformation, sofort laden, Zeitfenster. Okay, also kannst du es nicht auf Knopfdruck vorkonditionieren. Dann schauen wir mal, wie schnell er jetzt lädt. Leute, dann machen wir es mal auf hier. AC, DC. So, dann wollen wir mal gucken, was er jetzt sieht. Ja, wir sehen könnt, hier sind wir Männen gerade. Die EnBW-Ladestation, 300 kW sollen die liefern. Gucken wir mal, was er hier sagt im Display. Was ist das hier?
DC bis 210 kW. 25% haben wir drin, 118 Kilometer. So, wird berechnet, da tut sich da was. 100% geladen um 18.13 Uhr. Wir haben jetzt 16.21 Uhr, aber ich habe das nicht vorkonditioniert. Das war jetzt ein Problem. Wir haben jetzt, glaube ich, 13 Grad draußen. Aber wir müssten ja gleich mal sehen können, wie viel der ungefähr laden kann. Also ich sehe jetzt keine Ladegeschwindigkeit. Also wir haben jetzt 210 kW. Moment, das kann man da bestimmt irgendwie anders noch anzeigen. Aber da ihr jetzt seht, das gerade hat es nicht angezeigt. 125 kW lädt er jetzt hier. Bei 40%. Da kann sich doch sehen lassen, oder? Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir 16.18 Uhr. Er hat angerichtet, in 23 Minuten wäre er auf 80%. Von 40 auf 80 in 23 Minuten. Habt ihr so mal so einen Wert. Ich guck mal, dass ich nochmal Aufnahmen von außen mache, wie ich da vorbeifahre, ob man den Sound auch so gut wahrnimmt von außen. So, wenn du jetzt hier so unter 100 fährst, so ist das wirklich leise. Das ist echt krass. Muss man manchmal einfach nur genießen. Was ich auch gelesen habe, jetzt fällt mir das so auf beim Einparken, der Wendekreis soll ziemlich hoch sein. Ich habe jetzt natürlich das nur vom i4 M50 im Kopf. Ich glaube, das waren über 12 Meter, 12,1 oder so, was schon ziemlich viel ist. Aber jetzt natürlich Lenken und so ist sehr, sehr easy mit der Lenkunterstützung und so, das ist kein Problem. Aber du musst, glaube ich, viele haben geschrieben, du musst ein-, zweimal zurücksetzen und rangieren. Wenn ihr da irgendwie irgendeine Parklücken habt oder am Haus oder so, dann ist das vielleicht ein Thema für euch. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück am Parkplatz. Hinten seht ihr mir nochmal den E4. Und ja, ich komme mal zu meinem Fazit. Also ihr könnt es nochmal sehen von vorne an die Front. Ich habe mir jetzt das ein bisschen woanders hingestellt. Also ihr könnt ja nochmal sagen, von der Optik, wie er euch gefällt. Also mir gefällt er ganz gut, aber das war das gleiche Thema ja mit dem neuen M3 M4 mit der Riesenniere. Aber irgendwie hat man sich jetzt dran gewöhnt. Und wenn ihr dann noch schaut, die Scheinwerfer sind auch sehr, sehr gut. Finde ich so, das sieht schon böse aus, wenn man den so sieht. In dieser dunklen Farbe. Und jetzt gehen wir nochmal rum. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen hochbeinig. Da könnte man noch was machen, lieber Grüß an Basti. Da ist bestimmt schon wieder was geplant. Ja, von der Seite könnt ihr auch noch mal schreiben, wie ihr die Silhouette findet. Aber es ist ein Vierer Grand Coupé, kennt ihr ja. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist eine Verbrennerplattform. Und hinten seht ihr jetzt natürlich noch mal einen kleinen Heckspoiler. Das ist auch sehr, sehr gut. Rundet das Heck so ein bisschen ab. Ein größerer wäre natürlich schöner, aber das hat ja der M50. So seht ihr es jetzt noch mal von hinten. Gehen wir auch noch mal rum. So, von hinten nochmal, ja, keine Endrohre mehr. Das Design mit den Rückleuchten, das kennt ihr ja auch schon. Hier erkennt ihr das auch mal dran. Wenn das nicht dran sein sollte, das E4, dann habt ihr hier den blauen Ring. Und da erkennt man das auch nochmal, dass es ein Elektrowagen ist. Und am besten ist es immer von schräg hinten, finde ich jetzt, die Silhouette. Wenn man jetzt guckt, so sieht er aus, ja. Gucken wir auch nochmal von innen, das hatte ich ja schon gezeigt. So, erstmal meine Messbox. Also so fährt er sich sehr komfortabel, leise vor allen Dingen, unter 100 km/h oder so, das ist schon ungewohnt, das ist sehr beeindruckend, dass BMW hingekriegt hat. Die Türen sind ein bisschen schwergängig, man merkt schon, dass da viel Dämmung hinter ist, glaube ich. Und ja, was soll man noch sagen, vom Verbrauch hatte ich jetzt, glaube ich, 23 Kilowatt, jetzt um die 50 Kilometer bin ich jetzt gefahren, habe natürlich was getestet und so. Ich werde aber nochmal schauen, wenn ich jetzt zurückfahre, das blende ich dann auch nochmal ein, jetzt ganz entspannt zurück nach Hagen, das sind auch nochmal so 40 Kilometer auf der Autobahn, Landstraße, dann blende ich das auch nochmal ein, was ich dann geschafft habe. Ja, 400 Kilometer ist auf jeden Fall kein Problem, also das dürfte locker drin sein. BMW gibt ja an 570 maximal, ja, wenn ihr jetzt Autobahn fahrt, vielleicht nur Österreich 120, 130 oder so, ist das kein Problem. Dann die Display, den Curve-Display und so, das hatte ich ja beim Active Tourer schon euch gesagt, dass das ja einfach sehr, sehr flüssige Bewegung, sehr schnell, die Sprachsteuerung ist sehr gut. Hier finde ich es noch besser, weil du einen Eidorf-Controller noch hast, du hast so am Blinkerhebel hast und den Bordcomputer-Button hast noch. Und das ist auch alles sehr, sehr schön. Was mir auch noch gefällt, ist natürlich der Vorteil beim Grand Coupé, dass du so einen riesen Kofferraum hast. Du hast jetzt keine Begrenzung, du kannst alles locker einpacken. Du kannst, wenn ich jetzt meine Klamotten drin habe, ich kann mich da rein in den Kopf und gucken, wo habe ich meine Sachen drin. Das ist schon sehr angenehm. Vor allen Dingen, ich glaube, wenn man da hinten
ja, was anderes transportieren möchte. Ich glaube, man sitzt da oben, ist sehr, sehr schön. Ja, was soll ich noch sagen? Fazit vom Wagen, ist ein sehr, sehr schöner Wagen. Was mir jetzt nicht gefallen hat, war zum einen, ja, dass er sich schon sehr schwerfällig angefühlt hat. Der Wendekreis ist ein bisschen höher, das fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil damit habe ich jetzt kein Problem zu Hause. Aber wenn du jetzt so fährst auf der Autobahn, du merkst dieses über 2 Tonnen Gewicht. Also 2,1 bis 2, ja, fast 2,2 soll der M50 hier haben. Und das merkst du schon, wenn du jetzt ein bisschen Kurven fährst, die Wankneigung so, merkst du schon, dass du das Gewicht unter deinem Hintern hast. Und wir werden jetzt gleich nochmal, fahre ich nochmal Kamera auf den Kopf, dann fahre ich nochmal Landstraße. Das Video werde ich auch nochmal veröffentlichen. So Point-of-View-Perspektive, dass wir nochmal mit dem Wagen gehen, Kamera auf den Kopf. Das mache ich noch und dann mache ich jetzt nochmal gleich ein Tesla-Vergleichsvideo mit meinem Tesla Model 3 Performance. Natürlich leistungsmäßig passt der ja nicht so gut wie der M50, aber so die anderen Sachen, das sind ja gleich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da oben da, ist mal was anderes gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Wagen weiterhelfen, wenn ihr da auf der Suche seid nach einem BMW. Also das erste BMW-Gefühl im Gegensatz zu Tesla ist schon sehr, sehr cool. Du setzt dich rein und alles ist so auf dich zugeschnitten, alles ein bisschen enger und die Sitze schmeißen sich so um dich drumherum. Und das ist schon fahrerorientiertes Fahren. Das ist schon sehr schön. Ja, also freut euch drauf mit dem Wagen. Natürlich M50 wäre für mich wäre es noch ein bisschen besser. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, mir ist das egal, 300 viel zu besser, reichen locker. Vor allen Dingen mit dem Drehmoment, dass er sofort immer anliegt, macht ihr nichts verkehrt. Ja, Hans-Zimmer-Sound ist auch sehr gut, gefällt mir. Kann man ausschalten, wenn man es mal nicht mag. Aber so zwischendurch hat man mal Bock drauf. Und das soll es gewesen sein. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und sag mal bis die Tage rein. Ciao.